Und wir müssen ja schließlich bedenken, wir können den Panda erst dann adoptieren, oder besser gesagt als Haustier halt halten, wenn wir das ausgebesserte Haus auf Level 3 haben. So. Das will ich natürlich auch dann relativ bald haben. Und heiraten können wir auch erst, wenn das Haus ausgebessert ist. Aber das dauert eh noch ein bisschen. Halt. Den möchte ich bitte noch fällen. Das dauert noch ein bisschen, bis wir heiraten. Ich weiß gar nicht, auf wie vielen Herzen kann man nochmal heiraten? Ich weiß es gar nicht mehr. Es gab, glaube ich, eine gewisse Anzahl an Herzen, die man haben muss, um heiraten zu können. Aber ich weiß nicht mehr, wie viele. So. Schön. Schön draufhauen. Und alles kaputt machen. Wunderbar. Und so. Zack. Zack. Und zack. So, um den kümmern wir uns auch noch kurz. Und dann haben wir schon wieder relativ viel Holz und Stein. Aber das ist natürlich noch nicht alles. Wir brauchen natürlich noch mehr. Ist ja klar. So. Und ich merke übrigens schon, das Projekt geht schon um einiges länger, als ich eigentlich, ja, geplant habe. Also, dass das Projekt dann doch so lange geht, damit habe ich nicht geplant. Da, naja, ich habe jetzt nicht wirklich damit gerechnet, dass ich immer noch im Sommer bin und schon weit über 160 Parts habe. Damit habe ich nicht wirklich gerechnet. Ich habe eigentlich insgesamt mit, ja, keine Ahnung, 150 Parts gerechnet. Circa. Für das komplette Projekt. Habe ich so gerechnet. Aber dem ist wohl nicht ganz so. Weil, naja, die Hälfte des Projekts ist gerade mal hinter mir und ich habe schon über 160 Parts. Aber, naja, ich bin mal gespannt, wie viele Parts das Projekt dann im Endeffekt haben wird. Ich glaube, 200 Parts, das ist real. Rolf, habe ich dir heute schon was geschenkt? Ich weiß es gar nicht. Ja, habe ich schon, okay. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das jetzt hier mit Harvesten machen werde, aber ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt. Wenn ich hier mit dem Jahr fertig bin. Ob ich dann hier mit dem Harvest Moon weitermache. Oder ob ich eine Harvest Moon Pause einlege. Oder ob ich ein anderes Harvest Moon starte. Das weiß ich noch nicht. Das weiß ich noch nicht. Da habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Da habe ich mir noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Aber es gibt schließlich noch viel, was wir erreichen wollen. Und das werden wir alles noch erreichen. Das werden wir alles noch erreichen, denn im Herbst können wir erstmal ordentlich Kohle scheffeln. Oh, das freut mich jetzt hier. Wunderbar. Einmal den Hammer. Ah, das geht nur zwei Felder weit. Schade. Ich dachte, dass es vielleicht drei Felder weit geht. Das wäre jetzt natürlich ideal gewesen, aber ist halt nicht so. So. Wunderbar. Na, geh schon kaputt. So.
Und dann machen wir mal alles hier. Nochmal zu Kleinholz. Oh yeah. Apropos Kleinholz, wie schaut's da eigentlich gerade aus? Ganz akzeptabel, würde ich jetzt mal sagen. Schaut wirklich schon mal ganz akzeptabel aus. Ich könnte seine Buttermilch vertragen, aber die ist gerade im Kühlschrank und ich will jetzt gerade nicht aufstehen und zum Kühlschrank gehen, weil ich dafür gerade zu faul bin. Und außerdem nehme ich gerade auf. Was noch ein Grund ist, warum ich zu faul bin, um aufzustehen und rüberzugehen und eine Buttermilch zu holen. Obwohl ich gerade echt Lust drauf hätte. Und ich höre weder meine Waschmaschine noch meine Geschirrspülmaschine. Wo es mir gerade auffällt. Kann es sein, dass es alles schon fertig ist? Das kann doch fast nicht sein. Das kann doch fast nicht sein. Bin ich ja schon mal gespannt, Schätzelein. Weil ihr müsst ja bedenken, heute, wo er der erste meiner zwei freien Tage ist, ist natürlich heute großer Waschtag. Klar. Da ist heute ganz, ganz großer Waschtag. Also wird alles voll gemacht. Die Waschmaschine wird gefüllt, danach der Trockner gefüllt, dann wird wieder die Waschmaschine gefüllt, dann wird wieder der Trockner gefüllt und dann wird alles picobello sauber gemacht. Ist halt Waschtag. Gibt's halt auch mal. Muss es halt in jedem Haushalt mal geben. Und heute kein Pilz? Tatsächlich? Ich sehe wirklich keinen Pilz. Nee, tatsächlich kein Pilz. Tatsächlich kein Pilz. Hexilein! Na du! So, ich hab da was für dich. Da, einen Tom-Tom-Pilz. Okay, da freust du dich. So, dann wirst du noch ein bisschen gestreichelt. So. Wunderbar. Ich muss auch dran denken, dass ich mir jetzt relativ bald ein Sandwich zubereiten muss, da die Hexe im Herbst ein Sandwich will. Aber ich weiß gerade nicht, wie es geht. Deswegen muss ich das danach unbedingt nachschauen und unbedingt eins zubereiten. So. Aber erstmal weitergehen. Denn jetzt müssen wir erstmal ein bisschen arbeiten. So, ohne Fleiß kein Preis. Wir müssen Holz hacken und ein paar Steine zertrümmern. So. Sehr schön. Wobei Steine ja nicht ganz so wichtig sind, denn dafür könnte ich genauso gut in die Mine gehen. Aber dennoch, es muss gemacht werden. So, vielleicht sollte ich mir auch einfach noch eine bessere Axt kaufen, damit es noch schneller geht. Insgesamt, ich muss mein Zeug einfach unbedingt verbessern. Aber das habe ich schon 10.000 Mal gesagt und ich tue es einfach nicht. So, aber okay, bald habe ich Geld, bald geht's rund. Dann werde ich alles erstmal so richtig verbessern. So. Und zack. Und zack. Weg damit.
Weg mit dem ganzen Zeug. Sehr schön. Weiter geht's hier. Die Zeit vergeht währenddessen. So, ich weiß noch nicht, was ich jetzt als erstes machen soll mit meinem Geld. Soll ich jetzt mein Zeug verbessern? Oder soll ich mir... soll ich meine Scheune verbessern? Oder soll ich lieber nochmal sparen für das nächste Grundstück da? Ich weiß es noch nicht so ganz. Hängt wahrscheinlich auch davon ab, wie viel Geld ich bekomme. Vor allem muss ich ja auch bedenken, ich muss sehr viel Geld doch in Reserve haben für das für das ganze Saatgut im Herbst. So, muss man auch schauen, was da am meisten Geld gibt. Das muss man dann auch alles aussehen. Ein bisschen Dünger muss ich mir auch noch kaufen. Wollen wir alles, wollen wir die Felder nochmal perfektionieren. Und ich merke schon, wow, meine Energie geht langsam aber sicher zugrunde. Und zack. Und zack. Wunderbar. Und meine Energie ist so gut wie aufgebraucht. Okay. Dann mal raus hier. Body Scheiße habe ich ja keinen dabei, da habe ich nicht dran gedacht. So, Muku. Bist anscheinend gar nicht mehr hier. So. Dann mal schnell nach Hause. Schneller, Muku. Los, 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 los. Hopp, 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 hopp. Jetzt fällt mir gerade ein, war ich schon am Meer? Von hier aus gesehen, ich glaube noch nicht. Dann gehen wir da doch auch mal kurz hin. Und die Musik verändert sich, weil es 18 Uhr wird. Ach ja. Ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, habe ich schon mal gesagt, aber ich habe endlich mal den Soundtrack von Harvest Moon gefunden. Oh. Ich habe ihn endlich mal gefunden. Ich habe da einen wunderbaren Kanal entdeckt, der die ganzen Harvest Moon Soundtracks hochgeladen hat und... Ach, es ist so schön. Einfach durchgehend die ganzen Harvest Moon Soundtracks. Wunderbar. Einfach nur noch wunderbar. So, mit dem bisschen Energie, was ich jetzt noch habe, da könnte ich eigentlich gleich mal... im Vorhinein für Mizi schon mal ihr Frühstück angeln. Könnte ich gleich mal machen. Ich werde auch relativ zeitlich ins Bett gehen. Aber ein kleiner Fisch geht schon noch. So. Okay, dann mal rein mit euch. Dann verkaufen wir noch ein bisschen was. Sehr schön. Ich glaube, das könnte echt ordentlich Geld geben. Bin schon gespannt. So, mal kurz die Angel noch ausrüsten. Die kleinen Fische verbrauchen ja so gut wie gar keine Energie. Also kein Problem. Ja, ein Karpfen verbraucht natürlich ein bisschen mehr. Aber den Karpfen verkaufe ich lieber. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, die mag den nicht so. Oh.
Ich werde müde. Ach komm. Dann fange ich halt das Frühstück von Mizi morgen. Kriegt sie halt wieder frisch gefangenen Fisch. Ist auch besser irgendwie. Wenn man es mal so bedenkt. Frischer Fisch ist immer noch besser als ein Tag lang alter Fisch. Ich meine, da freut sich doch Mizi, wenn er frisch gefangen für sie ist. Da kommen dann ihre Jagdinstinkte noch irgendwie raus, weil er ja noch lebt. Ha! Ja, ja, da ist Mizi im Blutrausch. Mizi im Blutrausch, oh yeah. So, dann verkaufen wir mal. Ich habe schon alles verkauft, ups. Ja, gehen wir schlafen, komm. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, du? Ganz ordentlich. Da geht noch mehr, aber das ist doch schon mal ganz ordentlich. So, wollen wir kurz speichern. Natürlich speichern wir hier oben. Ja, wunderbar. So. Und ich würde mal sagen, die letzten Tage des Sommers sind gezählt. Es sind noch 2 Tage, dann beginnt der Herbst. Und dort werden wir uns auch wieder viele, viele neue Sachen erwarten. Vieles Neues kann ausgesät werden. Und vor allem, wir können endlich die Gemüsepizza backen für das Nilpferd. Also gut, Leute, das war dann mein Let's Play Harvest Moon, deine Tierparade für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.